Hallo Freunde. Hallo Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit meinem Kumpel. Ja, wir freuen uns beide, euch hier den Doppelgänger-Effekt zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe mit Magic Speaker Deluxe. Er redet pausenlos. Und dann schalten wir mal zusammen auf den Computer. Wow, schon wieder hier hingebeamt worden. Hallo, seid mir begrüßt. Jetzt hier bin ich am Computer und so zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Und jetzt gebe ich hier erstmal einen Projektnamen ein. Doppelgänger. Doppelgänger geht auch. Okay, dann gehen wir mal auf OK. So, ich habe hier schon das Video, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich hier. Dann habe ich hier, das kann ich kurz zeigen, und zwar der André mir eine Frage gestellt. Lest euch die mal kurz vor. Moin Uwe, dein Magic Tutorial, jetzt sind klasse. Ja, danke dafür. Abo hast und behältst du. Finde ich echt toll. Okay, eine Frage. In manchen Videos sieht man eine zweite Person miteinander sprechen. Ich glaube, ich haue hier den Text ein bisschen durcheinander. Zum Beispiel eine alte Weichspüler-Währung. Ja, kenne ich noch. Hier mit dem Teufel und dem Engel. Clementine, du darfst das so nicht waschen. Oder keine Ahnung, egal. Wie macht man das? Ja, okay. Habe ich ihm dann darunter geschrieben, dass man das am besten mit dem Ausschnitt macht, unter Effekte und so weiter. Er hat mir dann auch hier ein Video zugeschickt per WhatsApp. Ja, danke für das Video, ist echt gut geworden, muss ich schon sagen. Auch hier mit diesen Einblendungen, aber ich zeige das jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Deswegen lasse ich das. Sonst würde ich es gerne mal zeigen, André. So, und ich fange jetzt mal an und zeige, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar gehe ich jetzt mal hier drauf. Kann sein, dass dieses jetzt von dem, was ich euch gezeigt habe, abweicht, weil ich das vorweggeschnitten habe, ohne das aufzunehmen. Und mache das jetzt hier von vorne. So, das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal hier. Das ist ja der Kameraton. Der ist sehr leise. Augenblick, guck mal da, wo ich was sage. Da rede ich. So sagen wir beide. Der ist sehr leise. Und natürlich Verhalt, weil er im Raum ist. Den mache ich jetzt erstmal weg. Und da habe ich natürlich hier... wo habe ich es? Da habe ich wieder mein Diktiergerät in der Hand. Das mache ich mal neuerdings immer. Wenn ich was aufnehme, das lege ich jetzt erstmal da drunter. So, und dann klicke ich das an. Halt die STRG-Taste gedrückt, klickt das auch an. Nein, nochmal das und das. Lass die STRG-Taste los und jetzt mache ich den Rechtsklick. Andere Audioobjekte an diese Spur ausrichten. Das kennt ihr ja schon. So, das haben wir jetzt. Und ich glaube, hier fange ich an. Hallo Freunde. Ja, hier fange ich an. Fangen wir mal hier. So, da mache ich jetzt einen Schnitt. Brauche ich nicht. Okay. Lassen wir mal in der Mitte liegen. Den hinteren Teil. Brauche ich auch nicht mehr. Mache ich auch ab. So, aber was ich jetzt mache, ist die Gruppe erstmal auflösen. Den Originalton weg. Diesen Ton. Hey. Nein, das wollte man nicht. Ich will ja nichts cleaning. Diesen Ton da drunter ziehen. Wieder beide markieren und wieder eine neue Gruppe bilden. Jetzt habe ich den Ton vom Diktiergerät synchron. Jetzt mache ich noch einen Rechtsklick und mache einen Normalpegel, Maximalpegel. So, das geht recht fix. Okay, und jetzt suche ich mir die Stelle raus, wo ich rüber gehe. So. Und ich würde sagen, da.
Mache ich den nächsten Cut. Dann lege ich mir das hier drunter. Jetzt muss ich das noch ein bisschen auseinanderziehen. So, und dieses hier, das untere Video, mache ich jetzt erstmal auf halbdurchlässig. So, jetzt könnt ihr schon mal sehen, wie das in etwa aussieht. Ich lasse mal laufen. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Okay, das kann ruhig ein bisschen zeitversetzt bleiben. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit meinem Kumpel. Okay, jetzt fangen wir an zu schneiden. Und zwar ab da mache ich jetzt einen Cut. Nochmal zurück. So, das obere anklicken, da mache ich einen Cut. Das brauchen wir nicht. Ja, so. Wir freuen uns. Ja, das ist schön, dass du dich freust. Okay, hier mache ich wieder einen Cut. Das nehme ich auch mal raus. Hole ich mal ein bisschen ran. Ich will ja hier in etwa hinten mit dem Ende parallel laufen. Weil habe ich jetzt, muss ich da gestehen, nicht sauber gearbeitet. Also so ein Doppelgänger-Video, das muss man schon planen. Dann muss man die Sprechpausen einhalten, hier auch, damit man das miteinander so ein bisschen hinkriegt. Hier spreche ich zum Beispiel parallel, das ist dann immer ein bisschen blöd. So, machen wir mal hier auch mal einen Schnitt. Er redet pausenlos. Und dann machen wir auch weg. Ich glaube, da ist die Verabschiedung an der Stelle. Auf dem Computer. Okay, das kann auch so bleiben. So, dann mache ich jetzt wieder, drücke ich die Taste T, das ist alles weg. So, hier habe ich noch eine Lücke, aber das macht nichts. Da gehe ich einfach hier drauf und ziehe das hier wieder rüber. Weil das Video ist ja nur geschnitten, das ist ja weiterhin vorhanden. Er redet pausenlos. So, und dann schalten. Okay. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und jetzt muss ich natürlich die Transparenz hier wieder wegnehmen. So, jetzt habe ich nur noch das untere Video, was man sieht. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zumindest hier, wenn man einen Greenscreen hat. Ich könnte das jetzt mit Greenscreen machen. Und zwar indem ich das hier anklicke. Ich guck mal, ob das wirklich so funktioniert. Auf Chroma Key gehe und auf den, ja, funktioniert, seht ihr. Und schon habe ich, ja, da das ja alles grün ist, habe ich mich jetzt praktisch selbst ausgeschnitten. Ich mache mal hier eine Monospur. So, seht ihr? Würde das so zum Beispiel funktionieren? Kann ich so lassen. Habt ihr hier auch keine Schaden? Und dann schalten Kanten. Wir mal zusammen auf den Computer. Okay, so geht das. Wenn ihr mit Greenscreen arbeitet, geht das so. Es geht aber auch, ich mache das mal jetzt hier rückgängig, so, mit dem, und das geht dann, wenn ihr keinen Greenscreen habt, müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Da geht ihr auf Ausschnitt, dann nicht wie Film, sondern proportionfrei. Und das hat auch der liebe Clemens so gemacht. So, und dann geht ihr noch hier Bildfüllen weg und zieht euch, da ich hier in der Mitte so eine Kante habe, wo die Ecke von der Wand ist, klickt sich das direkt auf die Kante, dann sieht man das kaum. So, und das ist, hat jetzt den gleichen Effekt, nur dass man halt hier, das Video geht nur bis hier und das Video geht nur bis hier, weil dies über dieses Video überträgt. Aber ist der gleiche Effekt. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das zu machen. Das Wichtigste hierbei ist, hallo, hallo Freunde, dass ihr das hier ein bisschen aufeinander abstimmt. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit meinem Kumpel. Ich lasse das jetzt noch mal rendern. So. Das MPEG 4. Da das in Full HD ist, mache ich das immer über den rechten Menüpunkt. Hier habe ich schon das Testvideo. Ich nenne das jetzt mal Doppelgänger. Ignorieren wir mal. Irgendwo muss hier
kleine Lücke sein. Ja. Ich bin jetzt mal still und lasse ihn mal hier die 18 Minuten umlaufen, falls es so lange dauert, ich hoffe nicht. Und wir sehen uns direkt gleich wieder. Ist jetzt glaube ich gleich fertig. Oh, da ist er. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit meinem Kumpel. Auf Pause. Ich mache mal auf Pause und zwar noch ein Hinweis, was natürlich ganz wichtig ist, dass ihr eure Kamera, mit dem ihr das hier filmt, in beiden Perspektiven mit einem festen Fokus arbeitet, also keinen Automatikfokus. Und wenn es geht, den Weißabgleich vorher einstellen und auf fest speichern. Natürlich Verschlusszeit und so weiter. Alles feste manuelle Werte einstellen, so dass sich hier am Video nichts ändert. Keine Farbe, kein Licht, dass alles gleich bleibt. So, ich lasse es jetzt weiterlaufen. Ja, wir freuen uns beide, euch hier den Doppelgänger-Effekt zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Deluxe. Er redet pausenlos. Ja, und dann schalten wir mal zusammen auf den Computer. Jetzt sind wir schon zu dritt. Ciao. Ja, das war's. Okay. Ich sag bis zum nächsten Mal. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und ja. Ciao. Bis nächste Woche oder was weiß ich, ne? Ciao.